Wir sind heute auf der Pressekonferenz für die Motorradmesse vom 9. bis 11. Februar in Wels. Und da freuen wir uns, wenn wir uns auch dort wieder begegnen und Sie das mit uns genießen können. Musik. 2024 haben wir jetzt schon die zweite Motorradmesse in Wels. Was erwarten Sie sich heuer? Naja, heuer erwarten wir auf jeden Fall, dass alle wichtigen Motorradmarken, das heißt eigentlich alle Motorradmarken, vertreten sind auf dieser Messe. Es ist die größte Motorradmesse in Österreich und wir sind sehr stolz darauf, dass diese hier in Wels in Oberösterreich stattfindet. Wie viele Anbieter haben wir da? Es werden knapp 170 Aussteller dabei sein. Wir haben mehr als knapp 70 auch Premieren hier, also Motorräder, das erste Mal in Österreich hier gezeigt werden und wirklich alle Marken von KTM bis zu Harley-Davidson wird alles vertreten sein. Wir sind das letzte Jahr sehr zufrieden gewesen. Wenn man ein Plus von 6% einfährt, dann kann man nur zufrieden sein mit dem Markt und auch 2024 wird, so hoffen wir, durch eine gute Modellpolitik. Wie sieht es mit der Elektromobilität aus? Die Anschaffungskosten, die einfach in der Elektromobilitätsbranche noch wesentlich höher sind als bei den Benzinern. Deshalb hoffen wir, dass wir wieder einen ordentlichen Push bekommen werden aufgrund der wirklich sehr hohen Elektromobilitätsboni des Bundes und der Importeure. Ist es auch ein persönliches Highlight für Sie? Sind Sie auch Motorradfahrer? Ich bin tatsächlich Motorradfahrer und habe also auch in meiner Garage noch das allererste Motorrad stehen, das ich 1991 damals gleich nach dem Führerschein erworben habe. Es ist einfach was Besonderes, wenn die Tage warm werden im Frühling und man sagt, jetzt wintere ich aus, selbst wenn es nur eine kleine Runde vielleicht rund um den Attersee ist, ist einfach immer ein ganz ein besonderes Erlebnis. Konform ist dazu der Tourismus, wird hier auch was angeboten? Es wird alles angeboten rund um das Motorrad. Es geht an bei Tourismus, mit dem Motorradreisen, bis hin auch, man kann Motorräder auf der Messe testen, man kann sich vom ÖAMTC beraten lassen, man kann sich Bekleidung dort kaufen, man kann sich Helme kaufen, man kann sich diverse Stunts-Shows ansehen, also ist für jeden etwas geboten. Wir erwarten uns heuer eine Motorradmesse, wie sie noch nie gewesen ist. Wir haben über 168 Aussteller, davon 44 Erstaussteller. Das ist also ein neuer Rekord. Eine Fülle an Premieren österreichweit, Europa und auch Weltpremieren. Ein ganz tolles Rahmenprogramm und ich denke, es sollte sich keiner diese Messe heuer entgehen lassen. Mhm.